9. Bäuerin ledig sucht. Ich mein, genau. Hey, das ist nicht so einfach. Ich bin Manuela. Ich wünsche mir einen Partner, der gerne Töpfe fährt, der sehr gerne Tiere hat und gerne mit mir auf dem Hof leben will. Ihren Hof im Thurgau führt Manuela seit knapp einem Jahr. Die 35-Jährige hat einen Pensionsstall, züchtet und gibt Reitunterricht. Pferdeflüsterin? Nein. Nein, Pferdenäherin absolut, aber als Pferdeflüsterin würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Jedes Ross hat seinen Charakter. Das ist ganz klar, wie jeder Mensch auch. Er ist zum Beispiel einer der frechsten momentan auf dem Hof. Pami gehört eher zu den ruhigeren, zu den Betteltanten. Und zum Essen geht Gemmels. Und so hat jeder seinen Charakter. Also wieder mal die Nähe mit einem Partner zu haben, in den Arm genommen zu werden, das wäre schon wieder mal etwas anderes, als nur mit der Ross zu teilen. Also von dem her, wäre schon schön. Auch in ihrer Freizeit sitzt Manuela gern im Sattel. Das ist meine Harley. Und sie bedeutet mir Freiheit. Darauf bin ich eigentlich durch meinen Onkel gekommen. Er fährt seit x Jahren Harley, ist auch im Harley-Club. Und durch ihn bin ich dann auch in den Club gegangen. In meiner Freizeit bin ich eigentlich hauptsächlich auf dem Hof, wenn ich nicht auf der Harley sitze. Und sonst bin ich mit Freunden unterwegs. Bei der Arbeit und im Motorradsattel ist Manuela eine Powerfrau. Zu Hause ein Familienmensch mit dem Wunsch nach einer langfristigen Beziehung. Da ist meine Mutter, ein riesiger Mittelpunkt von meinem Leben. Sie ist eigentlich eine Aufgestellte. Wir haben auch, und auch ein gutes Verhältnis haben wir miteinander. Wir reden auch miteinander sehr viel reden. Im Grunde genommen ist sie eigentlich ganz toll. Manuela ist offen und einfühlsam. Sie sucht einen Partner, mit dem sie ihre Freude am Leben teilen und gemeinsam lachen kann. Wieso suche ich einen Mann? Das Leben alleine ist voll schön. Aber noch schöner ist es, das mit einem Partner zu teilen. Ich würde sagen, das Leben ist eh schon genug ernst. Und dann noch ohne Humor? Nein. Was hast du, um einen Partner zu bieten? Können wir die weglassen? Partner habe ich zu bieten, dass ich eigentlich meistens immer ein bisschen gut drauf bin. Damit man mit mir immer etwas erlebt. Nur schon vom Hof her, von den Tieren her. Und den Rest sieht man dann. Manuela, such dich. Melde dich jetzt an.